Teil 3 der merkwürdigsten Geschichten über P. Diddy. They weren't freak-offs, they were satanic ritual orgies. Die Anwältin sagte, auf dem Tape sind Diddy und eine weitere Person, die am 8. Nacht noch bekannter als Diddy ist. Yo, Jay-Z. You know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent her to the hospital? Man, Nick was bleeding from the butt. Diddy war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Hip-Hop mehr so geworden ist, dass heute Rapper Kleider tragen, Digga. Stellt man fest, dass Biggie sogar mit der Person geflirtet hat. Man sieht sogar ganz deutlich den Adamsapfel. What the f... Nein, was? Wie jetzt, Bro? Was? Die haben mein Leben gefickt. Die haben meine ganze Kindheit versaut gerade. This is for them underground motherfuckers that like it real, real dirty and like it hard. What the fuck? Ist das echt? Pause. That was... Ach du Scheiße. Crazy one. What am I doing? The celebrities were just the draw. They were the party favors provided for those anonymous owners and controllers of global financialized capital. Ooh, real talk. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Von Flex Doku. Das Video heißt Teil 3 der merkwürdigsten Geschichten über P. Diddy. Ey, Flex Doku Videos sind immer geil und in Verbindung mit dem aktuellen Thema P. Diddy, wo wir auch viel drauf reagiert haben, was mich natürlich auch persönlich interessiert, ich habe mit meinen Jungs da heute auch schon wieder drüber geredet, so, ist halt einfach krass, weil wir mit diesen ganzen Leuten groß geworden sind und wir spekulieren, dann wäre es als nächstes dran. So, was ich halt extrem krass finde ist, ich meine, wir wussten ja schon seit langem, also an alle meine Schwurbler da draußen, wir haben ja schon lange erzählt, was in Hollywood so hinter den Kulissen abgeht, beziehungsweise haben wir das schon vermutet und darauf aufmerksam gemacht, aber der Mainstream hat davor immer die Augen verschlossen. Jetzt durch den Diddy-Fall und auch damals schon durch den Epstein-Fall kommt immer mehr raus, was eigentlich hinter den Kulissen bei diesen ganzen Stars und Vorbildern von der Jugend quasi, was da abgeht so. Weißt du? Und das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Umso mehr Sachen ans Licht kommen, umso bewusster wird die Bevölkerung werden am Ende des Tages so. Und ja, jeder von euch hat einen der Clique, der euch schon vor ein paar Jahren von dieser Scheiße erzählt habt, so, ne? Wenn ihr jetzt darauf aufmerksam werdet, dann geht mal zu dem hin und sagt mal, Bruder, du hast recht gehabt damals. Für den Vibe. Und ja, Digga, wir gehen da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Jo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles fit, Bro. Ich hoffe, bei dir auch, mein Jutster. Flex-Doku-Stimme, Digga. Da fühlen wir uns zu Hause. Das heutige Video ist der dritte Teil der merkwürdigsten Geschichten über P. Diddy. Diejenigen, die den ersten und zweiten Teil noch nicht gesehen haben, finden die Links in der Beschreibung. Auf jeden Fall gehen wir heute auf einige sehr merkwürdige Dinge über Diddy ein. Darunter Geheimgesellschaften, deren Mitglied er sein soll. Freak-Offs, die laut einer Geschädigten rituelle satanische O**en sind. Und Jennifer Lopez, die Diddy vieles beigebracht haben soll. Darunter Voodoo und Santeria. Krass, okay. Die Jenny oder was? Macht keinen Scheiß, Bro. Ich war so verliebt in Jenny damals, gell? Das kannst du dir nicht ausdenken. Der erste war meine Traumfrau. Gehen wir auf viele weitere Geschichten ein, die bestimmt die Mehrheit von euch noch nicht gehört hat. Diddy's boy toy. I was in Jamaica with him. This music game is the devil. Seemed like the police were on Diddy's side. Well, it was more than they were on his side. They were actually doing his dirty work. And there was a picture of P. Diddy on the wall in the station. Puff Daddy. P. Diddy, whatever. Yeah, he's part of what's called the boulet. Den haben wir uns letztes Mal reingezogen, wisst ihr noch? Der war mies in der Recherche drin, Alter. Das muss ich auch noch hochladen. Das war halt crazy, crazy. Also der Typ, oder? Der ist krass. The Boule is a branch of the Illuminati. Now I say the Boule is another arm of the nefarious secret societies that recruit, indoctrinate and call for the dark forces. They weren't freak-offs. They were satanic ritual orgies. Ich habe mir letztens das Interview von Alexander Stier nochmal reingezogen bei Boogie und Belash und der hat auch von solchen sexuellen, satanischen Ritualen geredet, so weißt du. Und das kann man schon gut miteinander verbinden. Es kann schon gut möglich sein, dass das nicht nur Freak-Offs waren, wo der einfach seine ekelhaften Neigungen rausgelassen hat oder die Leute ihre ekelhaften Neigungen rausgelassen haben, sondern dass das ritualtechnisch genutzt wurde, um irgendwelche Geister zu beschwören oder so ein Shit. Seit einiger Zeit hat Diddy einen Haufen Probleme. Die erste Klage gegen Diddy wurde am 16. November 2023 von Cassie eingereicht. Diese konnte jedoch einen Tag später außergerichtlich geklärt werden.
Kurze Zeit später meldete sich sein Ex-Produzent mit einer weiteren Klage. Ich sag ehrlich, der Rodney, aber ich sag ehrlich, dass das gesettelt wurde, ne, dass die Cassie sich mit Geld quasi ruhig stellen lassen hat, das zeigt auch eigentlich wieder selbst die Opfer, weil, keine Ahnung, wenn du ein Opfer, Missbrauchsopfer bist von, was der alles angetan hat, wir haben ja das Video gesehen, ne, was der ihr alles angetan hat, so, da wird kein Geld der Welt, würde ich mich irgendwie zufriedenstellen, weißt du? Ich finde das auch schon so verrückt, ich finde das schon so krank, dass du dich nach so einem Erlebnis dann dass du dann einen Deal machst. Warum so? Schockierender war als die von Cassie. Kurz gesagt, Diddy hat einen Erpressungsring geführt, in dem Künstler aufgenommen wurden und dann mit den Aufnahmen zu den verschiedensten Sachen gezwungen wurden. Nach der Anklage des Produzenten, Cassie und vielen weiteren, die zivile Klagen waren, hat Diddy nun die erste Klage von den Behörden bekommen, die am 16. September eingereicht wurde. Sie basiert auf dem RICO Act. Die Vorteile des RICO Act sind, dass man Gelder einfrieren kann und Sachen, auch wenn sie eigentlich schon verjährt sind, wieder aufräumen kann. Trotzdem wird Diddy sein ganzes Geld abzunehmen nicht gerade leicht, da alles auf den Namen seiner Mutter läuft. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Krass, alles läuft auf dem Namen seiner Mom, Diggy, das ist heftig. Diddy soll mindestens seit 2008 mit dem Combs Enterprise verschiedene illegale Aktivitäten begangen haben. Die Anklage beschreibt sogenannte Freak-Offs, aufwendige Veranstaltungen, die Diddy angeblich arrangiert, leitete und oft aufzeichnete. Um die Opfer zur Teilnahme zu bewegen, soll er verschiedene Einschüchterungsmethoden eingesetzt haben. Darunter das Drohen mit Videomaterial, das er von diesen verschiedenen Personen aufgenommen hatte. Bei den Durchsuchungen seiner Villen im April wurden verschiedene Freak-Off-Utensilien sichergestellt. Darunter Substanzen und ca. 1000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel. Cat Williams und der ehemalige... Ich sag halt solche Leute, ne, wie Diddy oder auch ein Epstein... Solche Leute werden benutzt dafür, um so viel wie möglich Videomaterial zu bekommen von den Stars, Politikern, mächtigen Menschen auf dieser Welt. Wer diese Informationen haben will, das könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Da haben wir auch schon die ein oder anderen Hinweise drauf gegeben, also für gegeben, wer das sein könnte. Und so. Die sammeln einfach Material von jedem Celebrity, von jedem mächtigen Menschen auf dieser Erde, um diese Menschen in der Hand zu haben, damit, wenn die dann gewisse Agendas pushen und verbreiten können, damit jeder nach deren Pfeife tanzt. So. Jetzt wird das und das supported und dann sind alle auf einer Linie. So. Verstehst du? Alle Politiker, alle Rapper, alle sind auf einer... Seht ihr ja immer wieder. Und es ist nicht Zufall. Leute, die aus der Reihe tanzen wollen... und gegen die andere Leute was in der Hand haben, so, die werden dann mundtot gemacht, die werden ganz schnell wieder zurück in die Reihe reingeholt, so. Und wenn du da nicht mitmachst, dann kriegst du keinen bestimmten, kannst du nicht so weit aufsteigen wie andere, dann kannst du nicht mehr Präsident werden, dann kannst du nicht mehr der große Rapper in Amerika werden, dann kannst du nicht mehr dies oder das tun. Das ist halt ein riesengroßes Netzwerk, musst du dir überlegen. Und das ist auch wichtig für die mächtigen Leute auf der Erde, diese Leute unter Kontrolle zu haben. Weil gerade Rapper auch den größten Einfluss auf die Jugend haben. Und wenn du die alle in der Hand hast oder großenteils in der Hand hast, dann kannst du halt beeinflussen in die Richtung, wo du sie haben willst, die Leute. Bodyguard von Diddy haben den Verdacht, dass sich in den Flaschen kein Babyöl befindet, sondern Substanzen. Und dazu gibt es auch einen interessanten Zufall. Vor einer Zeit meldete sich ein Mann mit dem... Kurz zu den Substanzen und den Zutaten, ne? Ich habe das auch in einem Video, bei meinem Video in den Kommentaren gesehen. Das ist eigentlich ein sehr guter Hinweis gewesen. Da haben Leute gesagt, ey Bro, aber wenn das auf den Girls drauf war oder auf den Jungs innen, muss man leider dazu sagen, dann ist er, wenn jemand darauf rumgerutscht ist, dann hat er das ja auch auf seiner eigenen Haut mäßig, weißt du? Also, danke für den Hinweis, auf jeden Fall hat er recht. Jonathan Odie mit verschiedenen Anschuldigungen gegen Diddy. Auf jeden Fall hat dieser Mann unter anderem davon erzählt, dass Diddy Substanzen über Staatsgrenzen schmuggelt, indem er die Ware in flüssiger Form in Flaschen versteckt. They move what's called high-grade powdered MDMA. They move cocaine and they move liquid cocaine in the bottles too. Okay, so they put the liquid cocaine in the bottles and they move. Vielleicht war das nur zum Hustlen, ne? Zum Schmuggeln quasi in diesen Babyölflaschen drin. Vom flüssigen Kokain geredet, aber wahrscheinlich ist es GHB oder auch Liquid Ecstasy genannt. Es ist wahrscheinlicher, dass diese Substanz war, da Diddy schon mit ähnlichen Substanzen erwischt wurde und der ehemalige Bodyguard diese Substanz ebenfalls erwähnt hat. Der Bodyguard behauptete, dass man zum Beispiel in Clubs immer verschiedene Flaschen stehen hatte. Ganz normale Getränke, die für Diddy und sein Team waren und andere, die mit Substanzen versetzt wurden und die für die Frauen bestimmt waren. Ja.
Genau das gleiche hat auch das ehemalige Signing von Diddy, Mark Curry, behauptet. Und auch wenn es nicht stimmt, klingt diese BBL-Sache generell komisch. Der Mann hat Leute unter Substanzen gestellt und dann etwas mit ihnen gemacht und Künstler mit anderen Musiklabel-CEOs zu Massen erpresst. Und dann reden die Leute vom Babyöl? Es ist ein bisschen komisch. Vielleicht soll es von dem Fakt ablenken, dass in der ersten Klage mehrere Köpfe von Labels als Sponsoren dieser Veranstaltung genannt wurden. Mhm. Darunter der CEO von Universal, Lucian Grange. Dieser soll Summen im Millionenbereich für diese Partys bereitgestellt haben. Da kommen wir jetzt an die richtigen, an die miesen, an die ganz miesen Leute, die im Hintergrund sind und die nie dran glauben werden müssen, so, weißt du, wie ich meine? Clive Davis, der Maniac, Digga, die Leute müssten eigentlich mal richtig hops genommen werden, diese ganzen Musik-Executives hinten dran, diese alten, weißen Männer, die da hinter den Rappern stehen und eigentlich alles mehr oder weniger orchestrieren, Digga, und wahrscheinlich Kontakte zu Mossad haben und CIA, was auch immer. Und es ist ja schon rausgekommen, die haben teilweise private Gefängnisse, dann pushen die über Rap-Musik Gangster-Shit und Waffen und Drogen und dies, das, damit mehr Jugendliche davon beeinflusst sind, damit mehr Leute wieder im Knast, auf zwei Enden sammeln die da die Kohle ein, weißt du? Das ist halt perfide, Bro, und von denen muss leider nie einer dran glauben. Am 1. Oktober wurde Diddy nun wieder angeklagt und diesmal von ca. 120 Leuten, die von dem texanischen Anwalt Tony Busby vertreten werden. Busby plant, in den nächsten 30 Tagen Klagen in verschiedenen Bundesstaaten einzureichen, wobei die Vorwürfe einen Zeitraum von über 20 Jahren umfassen. Der Anwalt gibt an, Beweismaterial in Form von Bildern, Videos und Textnachrichten gesammelt zu haben und erwähnt, dass 62 der Ankläger Afroamerikaner sind und 25 zum Zeitpunkt der angeblichen Vorfälle. Jetzt sagt er da hier, du verstehst den Zusammenhang nicht, Digga. Der Theo sagt, jetzt fängst du auch schon an mit diesen bösen, alten, weißen Männern. Ihr habt da, Leute hier in Deutschland, also die meisten Leute hier in Deutschland haben halt leider keine Ahnung, wie das in Amerika läuft. Und die meisten Artists sind schwarz. Und hinter jedem schwarzen Artist steckt ein alter, weißer Mann, der auch meistens einen gewissen Background hat. Und das Geld einheimst so. Es ist halt einfach Fakt. Weißt du? Da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei jetzt rumzureden. Das ist halt einfach so. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie generell jetzt weiße Männer irgendwie oder alte weiße Männer und so bla bla bla. Hier in Deutschland ist es auch ein ganz anderer Talk als in Amerika. Neuerig waren. Noch dazu wurden auch Beweismittel und weitere bekannte Persönlichkeiten entdeckt, die aber ihre Erwähnung verhindern können, wenn sie eine bestimmte Summe zahlen. Manche haben sogar schon Entschädigungssummen an die Opfer gezahlt, damit sie nicht erwähnt werden. There are other celebrities involved in the Diddy case. A lot of people allowed it to go on, said nothing, didn't intervene, maybe benefited from it, profited from it. Maybe sogar encouraged. So, vielleicht haben die sogar, gibt es Leute hinten dran, die sogar gesagt haben, mach mal, nimm mal auf. All of these individuals and entities, in my view, have exposure here. Ende September hat sich eine Anwältin gemeldet, die davon berichtet, dass sie von einer Person kontaktiert wurde, die sie beauftragen wollte, bestimmte Prominente zu kontaktieren, da ein geleaktes Tape von zwei sehr bekannten Personen hat und sie fragen wollte, ob sie dieses Tape kaufen möchten. Die Anwältin sagte, auf dem Tape sind Diddy und eine weitere Person, die ihrem Erachten nach noch bekannter als Diddy ist. Yo, Jay-Z. Und es soll angeblich sogar schon im Umlauf sein. A person who was in the video to see if they were interested in purchasing the video before it became a public knowledge. I've heard this before, so like a catch and kill. Catch and kill, correct. Okay. Explain who the person was, but Mr. High profile? Combs, Mr. Combs was in the tape, and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Really? More high profile, bro. Yo, Digga, diese Tapes, gehen die rum oder was? Da gibt's jetzt echt Tapes? Darknet kannst du dir wahrscheinlich auch schon Shit reinziehen von den Freak-Offs, oder? Auch wenn zurzeit eine angebliche Aufnahme von Diddy und Meek Mill rumgeht, ist wahrscheinlich nicht diese Aufnahme. Personen, die in Frage kommen... Einer von euch solche Aufnahmen schon mal gesehen? ...könnten, wären Justin Bieber, Leonardo DiCaprio oder Will Smith, die alle drei sehr enge Verbindung zu Diddy haben. Probably not public information yet, but who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. And I can get on that list, yes, right? Yes, without a doubt, you are invited. That is... Die andere Person, die verdächtigt wird, auf diesen Aufnahmen zu sein, ist Will Smith. Und das aus einem bestimmten Grund. Vor ein paar Jahren war Diddy in einer Talkshow von Jimmy Kimmel, der ihn auf ein paar Internetgerüchte ansprach, worauf Diddy etwas komisch reagiert hat. Klar kann es sein, dass er so reagiert hat, weil es einfach eine respektlose Frage war. Aber einige Sachen deuten darauf hin, dass es genauso war, wie von Kimmel behauptet. A
guy on the internet the other day who said he used to be your security guard, who said that when you were dating J-Lo, Will Smith and Jada tried to pick her up on a threesome and you were going to beat up Will Smith. Is that true? Come on, that nigga. Come on. Show's gotten crazier since the last time I went. Digga, wie der erstmal guckt, so. Digga, ganz komisch, gell, seine Reaktion. Guck mal. I mean, you were gonna beat up Will Smith, is that true? Der nickt sogar so leicht. Merkst du das? Oder war das die Kamera? Hast gemerkt? Oder ist das Verschwörungstheorie gerade? A threesome, and you were gonna beat up Will Smith, is that true? Guck mal, der hat so leicht genickt, so. Hast gemerkt? This show has gotten crazier since the last time I Das Interessante ist, dass Kifidi dieses Thema schon mal vor der Diddy Sache erwähnt hat. Kifidi, der zurzeit in Untersuchungshaft wegen dem angeblichen Mord an Tupac sitzt, den angeblich Diddy in Auftrag gegeben haben soll, sagte vor einigen Jahren schon, dass er Diddy, Tupac, Will Smith und Jada Pinkett zusammen auf einer Party gesehen hat. Wo die Jada hat doch auch den hat doch den Smith betrogen, ne? Mit Wie heißt er mit August Alsina, glaub, nee. Wer war das nochmal? Irgend so ein R&B-Sänger. Und dann gibt's da so ein Video, Digi, wie die am Tisch sitzt und dem das dann so sagt. Irgendwie, da gibt's so ein, die haben das sogar aufgenommen. Und dann heulen die und dann heult der Smith und so ganz komisch. Seitdem kann ich den Will nicht mehr, also fühle ich den überhaupt nicht mehr so, seit dieser Situation. Aber die waren auf jeden Fall auch freakig unterwegs. Und die haben irgendeinen R&B-Sänger bei sich wohnen lassen oder so, sogar, glaube ich, aufgenommen irgendwie. Und dann hat die mit dem gesmashed irgendwie. Irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Etwas so Komisches sah, dass er das nur mit den Worten beschreiben konnte. Er glaubt, es hätte irgendwas mit Illuminaten zu tun. Leute, ich... War August, ja? Ich will kurz erwähnen, dass es im Video nicht darum geht, zu sagen, Diddy ist schwul und mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Es geht um die merkwürdigsten Geschichten über Diddy und das ist nun mal eine davon. No, I'm not no gay bastard or nothing. I mean, none of that shit, but that shit ain't right, you know what I'm saying? That shit, that whole party was weirdoed out. And it was Jada Pinkett, but I guess it was the Illuminati. Ist halt, Bruder, ich hab jetzt auch nichts gegen Schwule oder so, ne? Man wisst ja, also ich hab damit nichts zu tun, so. Solange ich nicht irgendwie, ich werd halt öfter mal angesprochen, solange das nicht zu penetrant ist, auch alles easy und so, aber, es ist halt crazy, wenn diese ganzen Leute, die so in der Öffentlichkeit einen auf, ey, wir haben voll die Girls und wir sind voll die G's und wir sind voll die Gangster, bei den Leuten ist es halt noch crazier, wenn dann solche Sachen rauskommen. Als wenn der eh schon so ein bisschen angehaucht war. So. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, das ist da nochmal so ein bisschen extremer, finde ich. Die nächste Geschichte handelt von einem weiteren Opfer von Diddy. Und zwar der Rapper YK Osiris. YK Osiris ist schon vor der Diddy-Klage mit ein paar Geschichten über ihn und Diddy und ein paar weiteren interessanten Aussagen aufgefallen, deren Grund vielleicht Diddy sein könnte. In einem The Breakfast Club Interview vor circa 2 Jahren wurde er auf ein paar Gerüchte angesprochen. Und zwar hat Diddy bei ihm das gleiche gemacht, was er auch bei 50 Cent versucht hat. Er wollte ihm Klamotten kaufen. Nur hat YK Osiris nicht abgelehnt und ist sogar mit ihm nach Jamaika. Einer sagt, du solltest dir mal Gedanken machen, wenn du öfters angesprochen wirst. Bro, nein, das ist ein Kompliment, Digi. Es ist doch normal. Wenn du jetzt ein Typ bist, der, ich würde mich jetzt selber nicht als attraktiv bezeichnen, so, ne? Aber ich bin groß, ich habe einen guten Body und so, dies, das. Ich komme gut bei Frauen an und dann kommst du automatisch auch gut bei Schwulen an. Die stehen ja mehr oder weniger auf das Gleiche, Digi. Weißt du, was ich meine? Frauen und Schwule. So. Also, da muss ich mir gar keine Gedanken machen, Bro. Außerdem, bei mir ist alles straight, Bruder, mach dir keinen Kopf. Geflogen. Oh, yeah. So here goes Envy. They said it was Diddy's boy toy. Yeah, what? I was in Jamaica with him. Oh, I see it now. See? Yes, I was Jamaica with him. YK Osiris in Jamaica with his alleged boo Diddy. See? Die machen einfach so eine Jokes darüber. Ich haben die Moderatoren es sich nicht nehmen lassen und 50 Cent darauf angesprochen. Der reagierte wie folgt. So we talk about rumors, right? Uh-huh. Yeah. And we, you know, when you Google his name, there's a rumor that pops up that he was Diddy's boy toy. Oh shit! Right. Wait. So this is. So Charlamagne said it's not true, but I told after, true, after true, he brought true. Up this stuff with you, I said, you know what 50 gonna say when he meets you? Oh no, I don't know that was going on.
You know, I can't wait to run into him again. See, what you gonna say to him, Phil? Puffy was playing with your booty in Miami. Nachdem diese Sache öffentlich wurde, konnte man auch einige Aussagen von ihm besser zuordnen. Schon vor Jahren hat er als Rapper eigentlich etwas Untypisches gesagt. Er sagte, dass die Musikindustrie das Werkzeug des Teufels ist und dass nicht alles so schön ist, wie es von außen scheint. Er forderte die Leute auf, aufzuhören, Entertainer anzubeten. Sie schreien hysterisch auf ihren Konzerten, brechen in Tränen aus oder zusammen, nur weil sie auf das Konzert von irgendeiner Person gehen, die sich wahrscheinlich kein Prozent um sie interessiert oder was mit ihrer Zukunft passieren wird. This music game is the devil. This is the devil. I don't care who any rapper, all these rappers shaking their ass on Instagram, doing all that bullcrap on Instagram. It's the devil to make you follow them. Y'all all lost. You lost. We famous, man. We get money, but at the end of the day, man, at the end of the day, keep God first. Whatever you do. I don't care if you be a rapper. I don't care if you be a singer. I don't care if you be a doctor. I don't care if you be... Keep God first. War das nach Jamaika mit Diddy oder davor? Eine der krassesten Geschichten, die wir uns heute anschauen, dreht sich wieder um Usher und Diddy. Wie viele von euch wissen, war Usher in jungen Jahren Teil von Diddys sogenannten Flavor Camp. Im ersten Teil, der in der Beschreibung verlinkt ist, sind wir näher auf diese Geschichte eingegangen. Auf jeden Fall wurde behauptet, dass Diddy mit dem damals noch minderjährigen Usher eine Beziehung hatte. Seit langem kursiert das Gerücht, dass Usher aufgrund einer Verletzung im Analbereich operiert werden musste, die Diddy verantwortlich gewesen sein soll. You know, I heard it from some music executives back in Harlem. Where did you hear? You know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent her to the hospital? Man, nigga was bleeding from the butt. And that's what was said. But I didn't even have a name for the kid at the time. Dazu gibt es auch eine interessante Sache. Usher geriet kürzlich auch durch eigenes Verschulden in die Schlagzeilen. Er soll 2 Frauen und einen Mann mit Herpes angesteckt haben. In dieser Verhandlung ist das Thema aufgekommen, dass 2 Frauen und einen Mann, Digga. Usher gefordert hat, den Bericht über seinen Krankheitsverlauf unter Verschluss zu lassen. Vielleicht könnte das mit dem Vorfall, den der Bodyguard beschrieben hat, zusammenhängen. Außerdem ist eine interessante Frage, wer Usher mit Herpes angesteckt haben könnte. Und hier kommen wir wieder zu Jonathan Odie. Das bleibt für immer, gell? Das geht doch nicht mehr weg, oder? Herpes, glaube ich. Obwohl, ich glaube, Dr. Sebi hat Herpes geheilt auch. Bei ein paar Patienten, aber normalerweise ist es so ein Ding für immer, ne? Dieser behauptete zufälligerweise, er habe Diddy verklagt, weil dieser ihn mit Herpes angesteckt hat. Und er dafür etwa 5 Millionen Dollar erhalten hat. Dieses Geld scheint er auch wirklich bekommen zu haben. Denn seine Ex-Frau bestätigte, dass er nach ihrer Scheidung plötzlich mehrere Häuser im Wert von mehreren hunderttausend Dollar gekauft hat. Es hatte vor den Anschein, der hat auch Herpes gekriegt oder was, der Typ, der da auspackt? Als ob Diddy Schutz hatte. Ehemalige Beamte, die wegen Diddy verhaftet wurden, sagen, dass die Polizei seine Drecksarbeit gemacht hat. Und dass sogar ein Bild von Diddy in dem New Yorker Polizeipräsidium aufgehängt war. Seemed like the police were on Diddy's side. Well, it was more than they were on his side. They were actually doing his dirty work. And there was a picture of P. Diddy on the wall in the station. There was a picture of P. Diddy on the wall of a New York City police station. Correct. So ein Fanfoto-mäßig oder so Wanted-mäßig. Ähnliches hatte auch der Ex-Produzent von Diddy in seiner Klage erwähnt. Er behauptete, dass Diddy ein paar von den Rappern sind Safe Agents, verdeckte, also die arbeiten mit den Cops zusammen. Leute hat, der sich um seine Drecksarbeit kümmert und Leute verschwinden lassen kann. Aber ich glaube, NYPD ist ein bisschen zu low für Diddy zum Beispiel. Ich gehe dann eher Richtung CIA oder Mossad. So. Die Künstler bei Bad Boy wurden aufgefordert, bei Polizeikontrollen oder Problemen mit den Behörden diesen Mann anzurufen, der sie aus diesem Problem rausgeholt hätte. Komischerweise kommen jetzt 120 Anklagen, obwohl in den letzten 20 bis 30 Jahren kaum Klagen eingereicht wurden. Und obwohl Diddy am Anfang schon... Ja, da muss man aber ganz klar dazu sagen, dass es auch daran liegen kann, dass die Leute sich nicht getraut haben halt, ne? Und dass, wo dann dieses Cassie-Ding und dieses Rodney-Ding um die Ecke gekommen sind, dass Leute sich dann getraut haben zu sagen, ey, ich packe jetzt auch aus auf gemütlich. ...hatte und laut einem ehemaligen Beamten, die Beamten seine Drecksarbeit gemacht haben, sollen laut seinem Anwalt die Behörden das Video von ihm und Cassie im Hotel geleakt. Auch hat es zurzeit den Anschein, als ob man indirekt Leute auf Diddy aufhetzen will und den Leuten unterschwellig vermitteln will, dass er bald drauf geht.
Zum Beispiel sagte sein Anwalt, dass er wahrscheinlich alles über jeden erzählen wird. Und auch das, was auf den Aufnahmen zu sehen ist. I don't know that I can keep him off the stand. I think he is very eager to tell his story. And I think he will tell every part of his story, including what you see on the video. Das ist sein Anwalt, gell? Fragt man sich, warum ein Anwalt so etwas vor einer Verhandlung vor Tausenden von Menschen live im Fernsehen sagen sollte. Ich bin kein Anwalt, aber ich denke, wenn er aussagen will, wird er sowieso aussagen. Und wenn man überhaupt Vorteile ziehen kann, dann, wenn man etwas nicht sagt. Warum sollte sein Anwalt das noch verkünden und ihn vor der Verhandlung zur Zielscheibe machen? Every record label, motherfucking executive, and the motherfuckers in Black Rock or whatever the fucking corporation that is, they got money. First motherfucker to kill that some bitch is $100 million to your favorite family member's bank account. Offshore, overseas, untraceable, six banks. Viele behaupten, dies wird wahrscheinlich wie die Epstein-Geschichte enden. Und wenn dies passiert, wird Diddy mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht wirklich tot sein, sondern einfach irgendwo mit neuer Identität weitermachen. Yo, das wäre krass, ja. Das wäre krass. Das Bild von Diddy in der Polizeiwache soll nichts mit seiner Arbeit als Informant zu tun haben, sondern eher was mit Geheimgesellschaften. Was denkt ihr, was mit Diddy passieren wird am Ende des Tages so? Schreibt mal ein Guess in den Chat rein jetzt an der Stelle. Was denkt ihr, was mit ihm passieren wird? Wird er lebenslänglich kriegen? Wird er sich selbst umbringen? Wird er freigelassen? Freigesprochen? Also, was ist so eure Spekulation? Gerne bei YouTube auch unten in die Kommentare rein. Yeah. P. Diddy, whatever you call himself. Yeah. Yeah, go ahead. Yeah, he's part of what's called the Boule. The Boule is a branch of the Illuminati. Okay. It's the black people. Es wird behauptet, dass 75% der schwarzen einflussreichen Leute, ob nun Anwälte, Richter oder Leute im Entertainment, Teil dieser Organisation sind. Davon habe ich das letzte Mal zum ersten Mal gehört, ne? Von diesen Black Illuminatis, bro. Diese Organisation besteht hauptsächlich aus Schwarzen. Sie wurde aber vom Weißen gegründet, um die Schwarzen zu kontrollieren. Wild? Man hat sozusagen die morallosesten und einflussreichsten Schwarzen genommen, die die restlichen Schwarzen kontrollieren sollen. Unter anderem sorgen diese auch dafür, dass das Narrativ der Sklaverei aufrechterhalten bleibt. Zum Beispiel behaupteten schon mehrere Leute, darunter der verstorbene ODB oder der verstorbene Coolio, dass ihre Großeltern ihnen gesagt haben, dass sie amerikanische Ureinwohner sind und nicht als Sklaven hergebracht wurden. Bevor Columbus ankam, sollen nicht nur Indianer, sondern auch Schwarze vor Ort gewesen sein. Ja, also wenn du da mal mies in die Recherche reingehst, das ist eigentlich auch nochmal ein Thema für sich. So, mein Bruder beschäftigt sich zum Beispiel auch viel damit und ich finde es geil, dass Flex-Doku das auch aufgreift. Der hat es ja auch in der einen Pyramiden-Doku auch schon gesagt und hat da schwarze Chinesen gezeigt. Und viele Leute meinen auch, dass die Schwarzen eigentlich schon fast überall auf der Welt gewesen sind, dass sie sich von Afrika eigentlich auf alle Teile der Erde verteilt haben, so weißt du. Und aber das immer, also es wird halt in der Geschichte verleugnet quasi, dass die Schwarzen auch schon unterwegs gewesen sind, dass die Technologien hatten, dass sie schlau gewesen sind, dass sie sich weiterentwickelt haben, dass die reisen konnten und diese ganzen Sachen so. Das ist halt traurig, weißt du? Es wird halt, der Schwarze wird halt als minderwertig dargestellt. So. Früher schon durch die Sklaverei und so. Und es hat auch einen Grund gehabt. Ich glaube daran, dass wo der weiße Mensch den schwarzen Mensch entdeckt hat, gemerkt hat, wie krass der ist und was der drauf hat, wahrscheinlich auch spirituell, dass es eine Agenda ist quasi, Schwarze schlecht zu reden und die als Menschen zweiter Klasse runterzubuttern über die Jahrhunderte so. Weißt du? Weil Angst, wegen Angst. Das ist meine Theorie. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich glaube, das ist so. Ich habe mich selber auch nicht zu krass damit auseinandergesetzt, weil mich das auch ein bisschen runterzieht, das Thema. Aber da gibt es auf jeden Fall auch... Jeder muss das tun, was er amazing findet. Einiges, was da verborgen wird über Black History und über Afrika und so. Man hat angeblich die Schwarzen, die man vorgefunden hat, versklavt und ihnen dann eingeredet, sie wären von Afrika gekommen. Und bestimmt gab es auch afrikanische Sklaven, die nach Amerika gebracht wurden. Aber viele sollen auch schon da gewesen sein. Vielleicht können sich einige von euch noch an das Prodigy-Video erinnern. In dem Video haben wir einen Brief angeschaut, in dem Prodigy Folgendes geschrieben hat. Jay-Z kennt die Wahrheit, aber er wählt die Seite des Bösen, um in der Geschäftswelt akzeptiert zu werden. Jay-Z verbirgt die Wahrheit vor der Black Community und der Welt und promotet im Gegenzug den Lifestyle der Bestie. Die Wahrheit, über die in diesem Brief geredet wird, ist wahrscheinlich die unterdrückte Geschichte der Schwarzen,
die von diesen schwarzen Geheimgesellschaften kontrolliert wird. Diese Personen sollen einige der Hauptantreiber der LGBT-Bewegung sein. Krass. The majority, krass, bro. Are black lawyers, doctors, engineers and accountants. It's estimated 70-75% of all black male lawyers, banker or millionaire in America are members of the secret society or boule. When we look at the definition of sphinx, it means to strangle, guard, gatekeeper or protect. You know all these black politicians, especially them, these black people in media, they're gatekeepers. All of them are gatekeepers. See, what happened, Roland got out of pocket talking about the gay community, understand, on CNN. That's why he's out of there. He broke the rules. You can't talk about LGBT, no, because most of them are tied in with that. Natürlich tauchen nach einem Leak immer wieder Aufnahmen auf, die man jahrelang übersehen hat oder einfach nicht verstanden hat. Hey, ich habe das Flex. Shoutouts gehen raus an dich, dass du immer wieder dieses Black History Thema mit reinnimmst. Gibt's kaum Deutsche, die überhaupt über sowas reden oder das thematisieren so. Love an dich, bro. Schauen wir uns mal einige Beispiele dazu an. Zum Beispiel, wie der Mann schon vorhin erklärt hat, dass dieses LGBT-Ding schon sehr lange unterschwellig gepusht wird. Wusste einer von euch, dass in einem Video von Notorious B.I.G. eine transsexuelle Person zu sehen ist? Yo, what the fuck? Du siehst das. Miese Recherche gerade, warte kurz. Digga, ist einfach Jungs innen im Bro. Und das war auch nicht das einzige Mal, dass so etwas in einem Biggie-Video zu sehen war. Im Big Popper-Video ist ebenfalls diese Szene zu sehen. Believe me, sweetie, I got enough to feed. Über dieses. Oh, Biggie ist mein. Oh, shit. Soll es sogar eine Geschichte geben? Der Hip-Hop-Journalist. Ich will gar nicht wissen, was Puffy mit dir. Was. Bro. Ich will gar nicht wissen, was Puffy mit Biggie angestellt hat, ja? Oder was die zusammen angestellt haben. Das will man sich gar nicht vorstellen, ne? Da bricht auch für so einen Typen wie mich, der in den 90ern groß geworden ist, eine Welt zusammen, wenn diese ganzen Sachen rauskommen. Da kannst du ja fast nichts mehr reinziehen von den Jungs, weil du siehst, was das eigentlich für ekelhafte Maniacs gewesen sind. So. Nicht alle. Wer weiß, ob die überhaupt was miteinander auch gemacht haben oder nicht, aber viele haben die Teufelsagenda nach vorne gepusht und das ist einfach keine gute Sache. Und Diddy hat die ganze Musikindustrie auch schon krass verändert in diese flashy Influencer. Also Hip-Hop ist dadurch Mainstream geworden. Diddy war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Hip-Hop mehr so geworden ist, dass heute Rapper Kleider tragen, Digga. Weißt du, was ich meine? Das war eigentlich der Ursprung davon, ist P. Diddy. Das wissen, also weißt du, das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen. Er war derjenige, der dieses flashy Influencer-Style-mäßige, dieses, wie soll ich es beschreiben? Weiß ich genau, wie sie. Also es ist weggegangen von Gangster, von Hip-Hop, von G's, von echten Männern und dies, das in diese Richtung, in mehr weichere Richtung rein und mehr offen und ja. Woke, quasi, würde ich sagen, weißt du? Und Diddy war da maßgeblich verantwortlich. No joke, erzählt er in einem Interview über seine Erfahrung mit Diddy. Und zwar hat Diddy versucht, ihn anzumachen. Auch sprach er das an, was wir gerade gesehen haben. Er fragte, warum das Signing von Diddy Biggie aus all den Frauen, die er hätte wählen können, genau diese Person in Szene gesetzt hat. Und wenn man sich mal diese Szene anschaut, stellt man fest, dass Biggie sogar mit der Person geflirtet hat. Man sieht sogar ganz deutlich den Adamsapfel. What the f- Leute. Nein, was? Wie jetzt, Bro? Was? Diese Person in Szene gesetzt hat. Und wenn man sich mal diese Szene anschaut, stellt man. Das ist ein Dude oder was? Fest, dass Biggie sogar mit der Person geflirtet hat. Man sieht. Das war ein Dude in dem Video oder was? Sogar ganz. Mach doch jetzt nicht so, Bruder. Die haben mein Leben gefickt. Die haben meine ganze Kindheit versaut gerade. Meine ganze Jugend. Bro, was soll ich jetzt? Was ist doch scheiße, Digga. Ich schwör's dir, Bro. So macht es doch kein. Das ist doch. Ich geh. Einfach Biggie flirtet mit einem Jungs innen, Bro. Du denkst so, yeah, Mann, voll Gangster. Fühlst dich voll als Jugendlicher, so wenn du dir den Shit reinziehst. Und er wird wahrscheinlich nach dem Videoclip von Diddy erstmal rangenommen, der Cousin, Alter. Big ass booty, Bro. Deutlich den Adamsapfel.
Leute, wie gesagt, jeder soll machen, was er will. Aber so eine Information ist nun mal merkwürdig. Auf jeden Fall nun zu der Geschichte. Wie ihr gemerkt habt, wären bestimmt die meisten von euch nicht selber darauf gekommen, dass das ein Mann ist. Und genau das soll dieser Person letztendlich das Leben gekostet haben. Sie oder er hat einen Mann. Der kann sein aber, ne, Chat? Ist ein Mann, ne? Bruder, der Adamsapfel ist real oder nicht? Oder ist es eine optische Täuschung? Ist das jetzt ein Typ oder nicht? Wären bestimmt die meisten von euch nicht selber darauf gekommen, dass das ein Mann ist. Und genau das soll dieser Person letztendlich das Leben gekostet haben. Kann schon sein, Bro, sag ich dir ehrlich. Ist doch egal. Ist doch egal, sagt der. Ja, jo, ist das egal. Bruder, es ist, Bruder, es fickt meine Kindheit gerade. Der sagt, es egal. Theo, get the fuck out of here, Bro. Sag ich dir ehrlich. Raus. Sie oder er hat einen Mann kennengelernt, den sie davon nicht aufgeklärt hat. Kurz gesagt. Wie, ist das Big Papa Song, ne? Oder? Aber Bro, warum? Es ist aber ehrlich. Warum blendest du so? Warum machst du das auch? Weißt du? Ich meine, es ist ja schon, ich habe darüber nie nachgedacht. Ich dachte, ja, das ist einfach Verarsche, so die trollt die Jungs so, weißt du, aber der Flash hat, der wirklich einen Schwengel rausgeholt und hat gemütlich hingepinkelt, so. Und es ist dieselbe. Oder er, der selber, keine Ahnung. Hier, die hat ein Kind, von Biggie oder von Puffy? Die ist Babymama von einem von den beiden, ich weiß nicht genau von wem. Das ist, Bruder, das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ich sehe es gerade. Von Diddy. Ich sehe es gerade. Das ist ein Guy. Ist ein Guy. Doch, Bro, siehst du es nicht? Guck mal, das Gesichtsding, das ist. Bruder, das ist ein Guy. Ist ein Guy. Zu dünn. Es gibt Jungs auch, die so dünn sind. Es gibt auch Jungs. Es gibt doch. Mann, Jungs, Mädels, ihr müsst euch so überlegen. Jemand, der eine Geschlechtsumwandlung macht, ne? Und das Gefühl hat, dass er im falschen Körper ist, ist oft schon so, dass die schon so sehr feminin sind. Die sind schon so mädchenhaft, weißt du? Paar Sachen vielleicht nicht. Füße würdest du es sehen, Finger und so. Da würdest du es jetzt richtig sehen wahrscheinlich. Aber vom Körperbau, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, es gibt Trannies, die sehen aus wie Frau, ich weiß selber gar nicht mehr, jetzt Frau oder Mann, ich weiß nicht, hab den Faden verloren. Aber die sehen so aus, weißt du? Thailand. Gibt's viele von denen. Ist ein Dude. Ich sag, ich leg mich fest. Hab mich gerade festgelegt. Ist ein Dude. Ist auf dem Friedhof gelandet und der Mann im Gefängnis. Why was the lead a transgender? Like, why is that in there way back then? Pulled now look scene. At the girl when go to the scene when Bus is talking to her at the bar. And Digga, und die ist das. Big walk up and move the nigga, and then or when she say true, stop it right there and look at the knot in her throat. Shamika, she was from Queens and she got killed because she was a nigga who was dating her, didn't know it was a man, and went to have sex with. Yo, they kennt den. Found out she was a man and she's dead and he's okay. In jail. Der hat die umgebracht, als er rausgefunden, der hat die gedatet und als er rausgefunden hat, dass es ein Mann ist, hat er die umgebracht, Bro, what the fuck? Oder diese Szene hier. Als Diddy Travis Scott fragt, was er heute mit dem Ding machen will, rennt dieser auf einmal weg, hält sich den Finger vor den Mund und deutet Diddy an, dass er leise sein soll. It's time, what you gonna do to that thing, man? Yeah, they better tune in. Oder diese Szene mit Burna Boy, wo man ebenfalls etwas falsch verstehen könnte. Brother, see it? Yeah, yeah, yeah. From London, the bus will crush it. Yeah, 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 war ein bisschen Ding, ne? Mit Burna Boy. Ja, man kann natürlich jetzt aus jedem kleinen Clip kann man sich irgendwas aus dem Arsch ziehen, ne? Burna Boy tut ein bisschen weh gerade wieder. Dass etwas falsch verstehen könnte. Brother, see it? Yeah, yeah, yeah. Come to London, the bus will crush your head. What the fuck, bro? What's up? Bei Burna Boy ist genauso eindeutig. Guck sie dir an, Digi. Was da gepusht wird. Das meinte ich doch vorhin, ja. Das ist, sowas gab's früher nicht. Also das wäre, okay, der macht jetzt keinen Rap, aber es gibt Rapper, die so rumlaufen. Was für eine Scheiße, ey.
bin ich froh, dass ich nicht mehr wirklich den Shit auch sogar höre. Ich bin durch, allein durch Bewusstsein bin ich auf den Trichter gekommen. Diese Rap-Scheiße ist gar nicht gut für dich und für deinen Mind, für deinen Spirit und so. Ich höre mostly Reggae. Mostly Reggae. Die sind noch real, Bro. Eine sehr komische Atmosphäre strahlt auch dieser Clip zwischen DJ Khaled und Diddy aus. Oh shit, jetzt Khaled rein. Indem sie über ihre erste Begegnung gesprochen haben. Jonathan Odie hatte damals auch behauptet, dass DJ Khaled ebenfalls in eine andere Richtung geht. Yeah, I can't tell you about the first time I met him, the real truth. Yeah, I just can't speak on it, you know. Yeah, some stories gotta be untold. Yeah. God is great. God is great. And we don't have to live that way anymore. Yeah, we blessed. But he came through. Yeah. Make sure you know he came through. Yeah. Trunk full. Yeah. Trunk was full. Einer, der schon sehr früh über Diddys Vorlieben Bescheid wusste, war Suge Knight. Der auf die Frage, was er sagen würde, wenn er Diddy in einem Club antreffen würde, antwortete, dass er sich nicht in solchen Clubs aufhält, da ein Hetero ist. Suge Knight hat auch schon in einem Interview aus dem Knast gesagt, dass Diddy, Dr. Dre und Snoop Dogg Teil so einer Gesellschaft sind. Nein, Digga, Snoop auch oder was, Bro? Mach doch nicht so, bitte nicht. You know, I'm straight. Oder diese Einladung von Diddy zu wahrscheinlich einer dieser Freak-Off-Partys. Das Problem vor diesem Leak war, dass die meisten Leute so ignorant waren und bestimmt viele auch noch immer sind, dass manche Leute alle möglichen Sachen ganz offen vor tausende Leuten sagen können, da es im Endeffekt eh niemand kapiert. Special Party Announcement, okay? If you into the commercial type, you could go somewhere else. This is for them underground motherfuckers that like it real, real dirty and like it hard. What the fuck? Is this echt? Pause. That was... Ach du Scheiße. Crazy one. What am I doing? Eine weitere Aussage. Yo. Bro, Alter, das wird ja immer wilder hier. Was hier alles für Videos und so, das ist... Special Party Announcement, okay? If you into the commercial type, you could go somewhere else. This is for them underground motherfuckers that like it real, real dirty and like it hard. Like, for them real underground niggas that like it dirty and hard, bro. Hey, wah. Pause. That was a crazy one. What am I doing? Der sagt das zu sich selber, bestimmt, der ist auch wahrscheinlich auch Spirit Personality, der Cousin. Eine weitere Aussage, die man jetzt im Nachhinein besser versteht, ist ein Statement von dem bereits verstorbenen Pimp C. Pimp C wurde zusammen mit Bun B unter der Formation UGK bekannt. Da er und Bun B immer zusammen waren, wollte er klarstellen, dass zwischen ihm und Bun B nicht das passiert, was unter einigen Leuten in der Musikindustrie passiert. Er und Bun B sind nur zwei Freunde, die Geld machen wollen und nicht zusammen an irgendwelchen Orgien teilnehmen wollen. Pimp C wurde am 4. Dezember 2007 im Alter von 33 Jahren tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache soll angeblich eine Überdosis Opiate sein. Doch seine Mutter und Freunde behaupten, dass dies nicht der Fall ist. Und sie glauben, dass etwas anderes dahinter steckt. From the beginning, it's always been weak. It ain't never been... And watch this, Bun. I'm gonna say this too. These niggas out there think this shit is cool. Bun B hat krasse Stimme auch. Das finde ich voll Alleinstellungsmerkmal irgendwie so einzigartig. Cool. Me and this man ain't never been butt-naked in no room together with no hoes, pulling no type shit or doing none of that whole ass shit you got there be doing. Thank you. Die wussten das alle, die haben das damals schon alle erzählt. Wir machen nicht so. Du musst mal hören, jetzt zum Beispiel DMX. X. Dirty X, Bro. DMX hat das auch immer wieder erwähnt. Nein, wir sind nicht auf diesem komischen Homo-Shit unterwegs und es gibt Grenzen und so. Also diese ganzen Rapper sagen immer, die in vielen Songs und in vielen Statements und Interviews und so, wird das immer wieder thematisiert, dass es in dieser Industrie sehr viele Leute gibt, die eigentlich auf diesem Freak-Off-Shit unterwegs sind. Weißt du? Und es gab immer ein paar Kandidaten, die sich dann auch explizit immer davon distanziert haben. Das hat schon gezeigt, dass da auf jeden Fall was läuft, was crazy ist. Doing some fly shit.
We some family men, we getting it. Bro, ich sag so, jeder soll das tun, was er amazing findet. Wenn die jetzt einvernehmlich da irgendwelche komischen Sachen, mach doch. Es ist für mich halt schockierend, weil ich die alle früher gefühlt habe und deren Mucke mir reingezogen habe, dass die dann in Musikvideos mit Trainees flirten und so, ist halt schockierend. Aber wenn die das alle amazing finden und keiner dazu gezwungen wird, dann soll jeder machen, was er machen möchte, so. Weißt du? Aber krank wird's dann, wenn irgendwelche Leute bewusst irgendwie betäubt werden, Minderjährige mit rein involviert werden. Was alles schon am Rande jetzt rausgekommen ist oder in welche Richtung es gerade scheint zu gehen, ist halt einer zu viel dann. Alles andere juckt mich nicht, ist mir Latte. Aber es gibt halt Grenzen und diese Grenzen wurden, glaube ich, auch überschritten und deswegen muss man diese Jungs exposen. Paper. Know what I'm talking about? And I had to put that out there, bun, because a lot of niggas doing a lot of fool crazy shit out here, man. You know what I'm saying? These niggas, they flip-floppy, they pitching and they catching with these boys. They're slang, they getting stone soft, yeah? Also, and if you that's cool, but be and come on out and be that. Don't be in front of us and acting like a straight-up G. And that's the thing, Mercedes. You understand? Mach nicht einen auf straight up G und so und dann gehst du hinten rum und dann, weißt du, das ist halt, Rap ist halt anders. Aber das ist auch für uns Zuschauer, ist das eigentlich egal, wie ich schon gesagt habe. Wenn die das amazing finden, sollen die das tun. Aber schön einvernehmlich und so. Und dann kannst du auch dazu stehen, finde ich. Musst du nicht den heftigen Hetero-Motherfucker raushängen lassen in der Öffentlichkeit und dann hinter den Kulissen ganz komischen Freak of Gay Shit durchziehen. Get over here and you let me boy bust up. Die Vorhersage von Cat Williams, dass ganz Hollywood bloßgestellt werden würde, wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Hätte man das machen wollen, hätte man zuerst mal mit der Epstein-Liste oder den Leuten wie zum Beispiel Universal CEOs angefangen, die in der Anklage des Produzenten erwähnt wurden. Wenn überhaupt, werden noch ein bis zwei bekannte Personen angeklagt. Aber dass man jeden Einzelnen anklagen wird, und das kann ich euch versprechen, wird so nie passieren. Im Endeffekt sind Prominente, die in diese Situation kommen, dass man etwas gegen sie in der Hand hat, die besten Prominenten, die man haben kann, da diese machen werden, was ihnen gesagt wird. In meinem letzten Diddy-Video sind wir auf einen Grund eingegangen, der erklären könnte, warum jetzt alles passiert. Wie schon im Video gesagt, wurde Epstein kurz vor der Pandemie hochgenommen. Und letztes Mal hat man genauso eine Szene wie dieses Mal gemacht. Man wollte angeblich alle Namen auf der Liste veröffentlichen und anklagen. Es wurde sogar von Sealed Indictments geredet, also versiegelten Anklagen. Und am Ende ist nichts passiert. Der Hauptgrund, warum man diese Aufnahmen macht, ist Blackmailen. Damit man Leute instrumentalisieren kann, die die Zusammenarbeit nicht einmal verwehren können, ja, wenn man etwas gegen sie in der Hand hat. Ja. Zurzeit gibt es in Amerika Hurricanes, die so noch fast nie stattgefunden haben und fast alle vorherigen Rekorde brechen. Vielleicht könnte das ein Grund sein, warum man gerade jetzt die Sache groß macht. Das ist miese Mystik, Bro, gerade. Vielleicht wird es in der nächsten Zeit mehrere Stürme geben. Und man will nicht, dass irgendjemand andeutet, dass diese vielleicht künstlich erzeugt wurden. Und kurz zu dieser Sturmgeschichte. Das kann man nicht in 2 Minuten zusammenfassen. Ich gebe ihm recht, wenn solche großen Events da sind und alle Menschen auf eine Sache schauen. Das ist wie dieser berühmte Kegel, von dem ich auch mal gesprochen habe. Wenn der Lichtkegel gerade, kennst du ja Theater und so, gibt es ja so Lichtkegel, ne? Die sind dann auf den Artist und alles andere siehst du da nicht so. Und wenn so ein Kegel gerade auf einem Thema drauf ist, dann sollen wir da hingucken. Das hat einen Grund, warum wir da hingucken. Und meistens läuft irgendwas im Hintergrund ab, von dem wir nicht Bescheid wissen sollen, beziehungsweise wir sollen unsere Energie und Zeit in diese Themen reinstecken, die gerade, weißt du, die sie gerade pushen. Und wir sollen uns über andere Sachen keine Gedanken machen. Machen wir natürlich nicht. Wir gehen überall rein. Aber kurz erklärt, es wird behauptet, dass das Ganze etwas mit Wettmanipulation zu tun hat. Ja. Haben uns auch ein Video zu reingezogen, wie diese Hurricanes gesteuert werden können anscheinend. Und angeblich sollen die Lichter, die man in Deutschland gesehen hat und die als Polarlichter verkauft wurden, damit zusammenhängen. Ach was, habe ich auch mitbekommen. Das ehemalige Signing von Diddy, Mark Curry, erzählt uns eine Geschichte, die an die Wendy Williams Geschichte erinnert. Und zwar von einem damals 11-jährigen Signing von Diddy, das durchgedreht ist. Der Junge mit dem Namen Jerome war in jungen Jahren bei Diddy gesigned. Anscheinend ist er wie Usher durch diese Flavor Camps zu Diddy gekommen. Auf jeden Fall erzählte Mark Curry, der zu der gleichen Zeit bei Diddy unter Vertrag war, dass alles angefangen hat, als Diddy den Jungen aufgefordert hat, Songs umzuschreiben. Die Texte des Jungen waren von den Themen her natürlich nicht gerade das, was sich Diddy vorgestellt hat. Der Junge hat über seinen Glauben gesungen, doch Diddy fing an, ihn aufzufordern, immer wieder sexuelle Themen in seine Songs einzubauen. Yo. Mark Curry sagt, der Junge hatte noch keine Ahnung von diesen Sachen. Trotzdem drängte ihn Diddy immer wieder diese sexuelle Schiene auf.
Das passiert halt mit vielen Artists, ne? Kennen wir ja Christina Aguilera, Britney Spears, Rihanna, Monarch Project. Die werden halt langsam in diese Richtung getrimmt, weil Sex sells und weil die Jugend auch in die Richtung beeinflusst werden soll. Traurig, aber wahr. Bestimmt kann noch vieles dazwischen passiert sein, was Mark Curry nicht mitbekommen hat oder nicht erzählen wollte. Aber dieser Junge ist letztendlich durchgedreht. Mark Curry sagte, er hat den Martin Lawrence gemacht, ist auf die Straße gerannt und fing an, mit Zungen zu reden. Der Begriff Zungenreden wird oft mit Besessenheit in Verbindung gebracht. Er erwähnte den Schauspieler Martin Lawrence. Dieser ist auch einmal nackt auf die Straße gerannt und hat angefangen rumzuschreien, dass Leute ihn umbringen wollen. Echt jetzt, Digga? Martin Lawrence, bester Mann, ja? Ich hab den immer gefühlt, ich fand den immer sehr sympathisch irgendwie. Dazu kommt in der nächsten Zeit auch ein Video. Ja, Digga, mach mal. Ich hab da, das würde mich interessieren, was da los war. Was hat denn der gemacht? That little kid crazy. And that little kid did the Martin Lawrence, took the clothes off and ran out to the street and all of this, which you know they say artists do. He went out to the street speaking in tongues. So you'd be like, not only is he out in the street naked, he's speaking in tongues. What? I mean, something else got up. What? Good. This man. Eine Frau namens Ellie Carter versuchte schon vor einer Zeit bei den Behörden Bescheid zu geben. Zunächst fand sie jedoch kein Gehör für ihr Anliegen. Erst als die Anklagen vor kurzem öffentlich... Martin Lawrence ist in Augsburg geboren. Ja, gell? War ein Army-Baby, ne? Ja, Digga, da habe ich schon was gehört. Hast recht. Tim. Die Aufmerksamkeit erregte, meldeten sich auf einmal verschiedene Behörden bei ihr, die auf einmal wieder mit ihr reden wollten. Sie hat zuerst mal alle Leute gewarnt, sich nicht bei diesen Hotlines zu melden, da sie glaubt, dass die Entertainer selbst diesen Anwalt beauftragt haben, um Leute zu finden, die auspacken wollen. Gleich mehr dazu. Sie redet schon seit mehreren Jahren über sehr viele Dinge, die man wegen den Richtlinien nicht mal detailliert erwähnen kann. Es geht auf jeden Fall um Untergrundtunnel und Organisationen, die sich eigentlich um den Schutz von unter 18-Jährigen kümmern sollten. In ihren Aussagen erwähnte sie einige sehr krasse Details über diese sogenannten Freak-Offs. Sie behauptete, dass viele, wenn nicht alle dieser Freak-Offs, satanische Orgien sind, die aus rituellen Zwecken gemacht werden. Ob man an solche Sachen glauben will oder nicht, es gibt Menschen, die daran glauben und diese Sachen praktizieren. Ob es nun Beyoncé ist, die einmal von ihrer Drummerin beschuldigt wurde, sie verflucht zu haben, oder Jay-Z, der nach der Philosophie des bestimmt einigen von euch bekannten Aleister Crowley lebt. Dieser Aleister Crowley war einer der... Der ist mit oder will Gründerväter von den Satanisten, ne? ...ersten, der diese Sexmagie-Dinge ausgelebt und verbreitet hat. Er hat sogar... Also er ist nicht Gründerväter von Satanismus, aber der hat auf jeden Fall einen harten Einfluss da gelassen. Er hat so eine richtige eigene Glaubensrichtung entwickelt sogar, ne? Und Jay-Z und Beyoncé, ich habe die zwei live gesehen und ich sag dir, die haben eine ganz komische, mystische Aura, die zwei. Ganz, 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 ganz komisch. Also hätte mich nicht gewundert, wenn die nicht vor dem Konzert noch irgendwie ein Ritual gemacht haben. Mehrere Bücher darüber geschrieben. Und genau dasselbe soll man auf diesen Partys gemacht haben. Hier mal ein Zitat aus dem Buch von Aleister Crowley. Wie schon gesagt, Leute, es spielt keine Rolle, ob ihr an Magie glaubt oder nicht. Die Personen, die diese Sachen praktizieren, werden sie praktizieren, ob ihr daran glaubt oder nicht. Zur Info, damit einige von euch nicht neugierig werden, ich würde euch das Buch nicht einblenden, wenn da irgendeine krasse Sache drin steht. Die nächste Quelle, auf die wir eingehen, enthält aber genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen, deshalb werde ich die Quelle nicht erwähnen. Gleich mehr dazu. Wenn wir uns mal ein Tattoo von Diddy anschauen und ein bisschen die Vergangenheit von Jennifer Lopez, stellen wir fest, dass diese genauso wie Beyoncé und Jay-Z und eigentlich fast jeder in Hollywood Gebrauch von diesen Praktiken macht. Dieses Bild zeigt nicht Maria und Jesus, sondern Esuli Danto, ein Voodoo-Dämon, den normalerweise Frauen tätowiert haben und anbeten, da es ein weiblicher Dämon ist. Laut ihren Quellen ergreifen diese Dämonen Besitz von ihnen und normalerweise wollen Männer nicht von einem weiblichen Dämon besetzt werden. Wenn man sich auch mal näher anschaut, über was da geredet wird, sind es genau die Gerüchte, die rumgehen. Es ist ein Kult, der Dämonen anbetet und sie selbst sagen, dass man erst dann in Santeria initiiert ist, wenn man von dem Dämon besessen wird, den die Leute da anbeten. Das ist eine echte Zutatenliste für einen Zauber. Die Information könnt ihr eh nicht verwenden, da ihr nicht wisst, wie man das Ganze macht. Ist aber auch so eine sehr interessante Sache. Einen interessanten Zufall konnte man bei einer Zutatenliste für einen Fluch finden. Und zwar einen Heizahn. Wenn wir uns mal die Ex-Freundin von Diddy anschauen, sehen wir, dass zufälligerweise alle Bilder haben, in denen sie eine Heizzahnkette tragen. Ja, okay, das ist wieder jetzt mir, Bro.
Da hast du jetzt einen ausgepackt, aber, gell? Ein Flex-Doku packt da Sachen aus von Seite, das ist crazy, ja? Yo! Aber ich sag ehrlich, so eine Kette mit so einem Heizahn, das sieht man ja oft, das ist ja oft verbreitet. Ich glaube, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Gefühlt ist er gerade ein bisschen zu tief drin, aber ich weiß es nicht. Ob das zusammenhängt, kann man nicht sicher sagen. Die Person, die Diddy das Ganze beigebracht haben soll, soll Jennifer Lopez sein. Ihr Ex-Mann wollte schon vor Jahren ein Buch herausbringen, in dem er unter anderem darüber berichten wollte, dass sie ihre Partner verflucht hat. Und Diddy soll sogar einer dieser Leute sein. Santa She was doing voodoo to different people. Er ist ein Teil der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Und das sieht man auch immer wieder. Bestimmt habt ihr mal von All-White-Partys gehört. Ja. Interessanterweise tragen Leute dieser Santeria-Religion aus Glaubensgründen jeden Montag nur weiße Klamotten. Ja, Bro. Bro, I don't know, Bro. Sag ich dir ehrlich, keine Ahnung, ob das so hängt oder nicht. Hängt das zusammen? Warum soll das? Weiß ich jetzt, weiß ich auch nicht mehr. So betet man sozusagen diesen Dämon dieser Religion an, der Obatala genannt wird. And one of those children were me. I never thought that we would see the day where Diddy would get arrested. And I told you guys in that Maria Z interview in 2021 that no one... Es ist halt schwierig für so Leute wie normale Leute wie uns, so das sich da rein zu versetzen und zu denken, so okay, die haben jetzt alle weiß an und wenn in dieser Voodoo-Religion haben die am Montag auch immer weiß an, das muss jetzt miteinander zusammenhängen, so. Weiß ich nicht, wie diese All-White-Partys überhaupt gegründet wurden. Vielleicht haben die Leute, die das gegründet haben, schon das im Hinterkopf gehabt und jetzt machen das halt viele Leute, weil es so ein Trend geworden ist, All-White-Party irgendwie. Habe ich selber schon mal gesehen, Geburtstag von irgendeinem Mädel, zieht mal alle weiß an oder so, weil es so ein Trend geworden ist, aber die wissen gar nicht, was sie da eigentlich tun, weißt du? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und es kommt immer auf das Wissen an, was die Leute haben, die diese Sachen etabliert haben. Das ist eigentlich das, was zählt. Und wir können halt nicht in die Köpfe reingucken und wir wissen gar nicht, wer das angefangen hat, weißt du? On Diddy. Just the same way nobody tells on Denzel Washington. All the adults are covering their asses. All the adults are... Warte mal, Denzel? Weiß ich nicht, Digga, sag ich dir ehrlich. Denzel, Bruder, hör auf, mach nicht so jetzt. Denzel kannst du nicht, das geht nicht. And one of those children were me. I never thought that we would see the day where Diddy would get arrested. And I told you guys in that Maria Z interview in 2021 that no one tells on Diddy. Just the same way nobody tells on Denzel Washington. All the adults are covering their asses. All the adults are, I left at a certain time, yet you knew children were there. You knew these parties were not okay. They weren't freak-offs. They were satanic Ritual. Ja, da kenne ich auch einige von. Ich kenne sogar Leute, die da waren. Ich kenne einen, der auf einer Diddy-Party war, der sagt auch, ja, wir sind halt um 31 gegangen. Das ist halt die Frage, machst du dich dann schon mitverantwortlich? I don't know, bro. Ey, sag niemals nie, Yassin, ich weiß es doch auch nicht mehr jetzt. Ich weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht. Man kann es nicht sein. Wir können in deren Leben nicht reingucken. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen wirklich abgeht. Wir ziehen uns die nur rein, wir ziehen uns die Filme rein und wir denken, krass und so. R. Kelly hat auch übelst heftige, krasse Musik gemacht. Würdest du ja auch niemals denken, dass es so ein Freak ist, weißt du? Auch gibt es hier wieder ein paar sehr merkwürdige Zufälle. Zum Beispiel soll diese Ellie Carter, die interessanterweise den gleichen Nachnamen wie Jay-Z hat, in dem Video von Jay-Z zu sehen gewesen sein. Das ist die. Ich sehe das sofort, die Augen. Einige behaupten, sie ist ein Teil davon und macht genau das, das ist die. Was sie vom Anwalt behauptet hat. Sie lockt Leute, die auspacken wollen, damit diese Informationen nicht wirklich geleakt werden. Außerdem nannte Ellie Carter Namen wie Denzel Washington und erklärte, dass in Hollywood oft Persönlichkeiten wie er den Anschein erwecken, mit solchen Aktivitäten nichts zu tun zu haben, während sie genau wie alle anderen sind. Es kursieren Geschichten, dass jeder, der in Hollywood aktuell gefördert wird, Einfluss hat, Filme produziert oder in Talkshows auftritt, selbst wenn er sich systemkritisch äußert, Teil des Systems ist. Möglich. Wenn Leute wirklich nicht dazugehören, sind diese nicht mehr zu sehen. Weder in Filmen, noch Talkshows, noch sonst wo. Fühl ich. Die verschwinden einfach. I mean, think about it. Oder sind am Rande oder unerfolgreich. Everybody in this case, in the Sean Combs case, everybody wants to know about the celebrities who were at those parties. No one wants to know about the nameless, faceless executives. Doch, doch, Digga. Ich interessiere mich dafür sehr. Seit dem ersten Ding, was rausgekommen ist. The obscure, pasty old men for whom those parties were undoubtedly actually arranged in the first place.
Genau, das ist genau das, was ich immer wieder sage und wo ich mich frage, was da passiert oder ob da was passiert. The celebrities were just the draw. They were the party favors provided for those anonymous owners and controllers of global financialized capital. Ooh, real talk. It's statement, episches Interview. Completely consistent with the mentality of colonizers and slave masters. Yo, Digga. Damn, Bruder, das war ein paar Sekunden am Ende, das hat schon gereicht hier. Stabiler Dude, wer ist das? To know about the nameless, faceless executives. Kennt den einer von euch? Den würde ich mir mal gern komplett reinziehen, in voller Länge. Auf süß. Aber das war's erstmal mit dem Thema gewesen hier, meine lieben Freunde. Ich liebe euch. War eine längere Reaction, glaube ich. Ich habe ein bisschen oft Stopp gemacht. Mal gucken, wie ich das zusammenfassen werde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Schreibt mal eure Gedanken zum Thema definitiv unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.